Herzlich willkommen hier zu einem neuen NBA-Video. In diesem wird es jetzt um die aktuelle Tabellensituation in der NBA gehen und natürlich um den Trade von James Harden und die Spiele vom heutigen Sonntag auf den Montag. Bis gleich! Oddspedia, the Sports Betting Community. Und damit wir keine Zeit verlieren, schauen wir uns doch zuallererst mal den Blockbuster-Trade an. James Harden hat es geschafft, er ist aus Houston nun rausgekommen zu den präferierten Brooklyn Nets, die jetzt ein ultra interessantes Team haben. Auf dem Papier natürlich bockstark, aber man wird in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht 2 Jahren sehen, ob das Ganze funktioniert. Gerade um Kyrie Irving gibt es ja dieses Jahr eigentlich nur schlechte Nachrichten. Mal schauen, was dann mit Harden passiert, ob das nicht noch ein Pulverfass ist. Insgesamt muss ich aber sagen, finde ich, dass alle Seiten mehr oder weniger gewonnen haben. Die Rockets haben jetzt einen Neustart, sie haben ein paar First-Round-Picks bekommen, sie haben in einem weiteren Trade dann noch Victor Oladipo bekommen. Der Franchise-Player bei den Pacers, seit seiner Verletzung ist er ja nicht mehr so stark zurückgekommen. Von daher hat Indiana auch durch die Akquise von Houston durch Brooklyn letztendlich Caris LeVert bekommen. Ein sehr, sehr interessanter junger Spieler, der auch auf einen besseren Vertrag läuft als James Harden. Von daher könnte man sagen, sie haben alles richtig gemacht. Sie haben sich nämlich die Entscheidung gespart, nächstes Jahr werden sie Oladipo ein Max-Offer machen oder nicht. Und zudem will ja Oladipo angeblich nach Miami. Also dieser Entscheidung sind sie aus dem Weg gegangen, haben mit LaVert theoretisch einen sehr, sehr geilen Spieler, einen Zukunftsspieler bekommen, der allerdings irgendwas an der Niere hat und jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit rausfallen wird. Das bedeutet, im Nachgang hat Indiana dadurch auch nochmal ein paar Millionen Euro bekommen, 2,2 Millionen, glaube ich, und genau diesen Second-Round-Pick von den Cavs, je nachdem, was der dann mal wert sein wird. Die Nets haben jetzt also für Harden abgegeben. Jared Allen, der eine richtig geile Saison bisher spielt, auch noch Upside hat, Potenzial hat. Jedoch gibt es da auch schon ein bisschen internen Stress, weil er besser als DeAndre Jordan ist. Und DeAndre Jordan ist einer der Buddies von Durant und Irving. Deshalb war das auch ein kleines Pulverfass, was jetzt erloschen ist. Taurean Prince, auch ein guter Spieler, geht auch jetzt wie Jared Allen zu den Cavaliers, die im Prinzip gar nichts abgegeben haben und dafür echt gute 2 Spieler bekommen haben. LaVert, wie gesagt, eigentlich nach Houston, dann nach Indiana. Kuric hat gestern schon gespielt bei der Niederlage gegen die San Antonio Spurs und die angesprochenen First-Round-Picks hat Brooklyn, die Nets, dann auch noch abgegeben. Ja, was soll man dazu sagen? Cavaliers haben einen geilen Job gemacht, Pacers haben einen geilen Job gemacht, Brooklyn hat einen geilen Job gemacht und Houston hat einen geilen Job gemacht. Ich glaube, bei dem Trade gibt es in dem Sinne keine Gewinner und Verlierer. Bei Houston ist jetzt ganz klar Rebuild angesagt. Und bevor wir jetzt auf die Spiele von Sonntag, von heute auf Montag gehen, noch einen kleinen Blick auf die Tabelle. Da im Westen ist es so eigentlich wie im letzten Jahr, die beiden LA-Teams an der Spitze, gefolgt von den Utah Jazz, gut spielenden Suns, die Trailblazers sind jetzt auch im Kommen, sind nicht so erfolgreich gestartet. Auch Dallas eigentlich schwächer gestartet, jetzt aber einen guten Winning Streak gehabt, sind auf einem soliden 6. Platz. Die San Antonio Spurs 7. Freut mich für Greg Popovich. Denver nach schwachem Start jetzt auch mit immerhin einer ausgeglichenen Bilanz von 6 Siegen, 6 Niederlagen. Und dahinter Golden State, auch besser gestartet als erwartet. Memphis, Oklahoma, Sacramento, Pelicans, schwach. Houston, auch mit gutem Potenzial. Und Minnesota, wie eigentlich die letzten Jahre, auch immer eine ordentliche Enttäuschung. Was passiert im Osten? Dort haben wir auch die 2 Favoritenteams eigentlich vorne. Boston und Milwaukee, auch Philadelphia unter den Top 4. Sie, da kommen wir auch noch gleich darum, warum sind die eigentlich nicht Erster derzeit. Brooklyn auf Platz 5, die Pacers mit einer tollen Saison bisher auf Platz 3. Magic im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Cavaliers cool, auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten 6 Siege, 7 Niederlagen. Hätte ich ihnen nicht so zugetraut,
Auch die Hornets nach schwachem Start jetzt dann doch bei 6 Siegen, 8 Niederlagen, immerhin auf dem Playoff-Platz. Hawks mit Potenzial nach oben. Miami und Toronto, die beiden Teams, die von den letztjährigen Conference-Semifinals-Teilnehmern sicherlich noch ordentlich enttäuschen. Bulls, 4 Siege, 8 Niederlagen, aber sie sind viel näher dran an den Playoffs, als diese Bilanz zeigen mag. Und Wizards, Pistons, das Schlusslicht im Osten. Es ist eine spannende Saison. Es ist eine kuriose Saison. Die NBA macht ernst, was ihre Pandemie-Protokolle angehen. Also viele, viele Spiele wurden schon abgesagt und werden auch in der Zukunft abgesagt. Da macht die NBA wirklich ernst. Wenn ich mal einen Quervergleich zum Fußball in der Bundesliga ziehen darf, da finde ich, wird das dann doch, wenn da Leute auf dem Platz infiziert sind, ganz gerne irgendwie so weggeredet oder gar nicht drauf eingegangen. NBA allerdings sagt eiskalt die Spiele ab, was auch richtig ist. Und generell fallen dadurch auch sehr, sehr viele Leute aus, weil sie in vielleicht Safety Protocols verletzt haben, weil sie vielleicht Corona haben, weil sie vielleicht krank sind, weil sie vielleicht verletzt sind. Und das hat jetzt schon bei mehreren Spielen dazu geführt, dass Teams mit maximal 8 Spielern auflaufen konnten, was auch eine verrückte Situation ist. Generell hört man schon die Stimmen, dass keinem Spieler, keinem Verantwortlichen die bisherige Saison Spaß macht. Die Fans fehlen definitiv und auch die Spiele, finde ich, sind gefühlt deutlicher. Also man sieht relativ wenig, dass vielleicht ein Team nochmal im dritten oder vierten Viertel das Ruder rumreißt, sich nochmal richtig reinwirft. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass keine Fans sind, dass du vor keinen Leuten spielst, dass dir vielleicht relativ viel egal ist gerade, aber insgesamt finde ich das Niveau der derzeitigen Saison nicht so prickelnd und die Spielausgänge, auch wenn wir gesehen haben, viele Favoriten sind oben, sind doch etwas durch Corona, durch den Wind gewürfelt. Das erste Spiel heute bereits um 19 Uhr sind die Boston Celtics gegen die New York Knicks und das Verhältnis ist ja relativ spannend. Die Quote 1,36 für Boston, 3,7 für New York. Und das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist bei den Quoten. Die Buchmacher sind deutlich vorsichtiger. Also ich finde, es gibt kaum noch diese wirklich hohen Quoten. Auch mit so Spreads 10, 15 Punkten findet man relativ selten. Was aber auch damit zu tun hat, dass es kurzfristig auch viele Änderungen gibt. Also wenn du überlegst, Boston 5 Siege, also hier komplett grün, ne? New York 5 Niederlagen und dann haben die trotzdem nur trotz des schwächeren Kaders eine 3,7er Quote. Ich habe auch hier immer mal aufgelistet über ESPN, wer fällt denn so aus? Es kann manchmal wegen den Safety Protocols sein, manchmal wegen Erkrankungen, manchmal wie im Fall zum Beispiel von Kemba Walker auch länger. Fristige Verletzungen. Da sehen wir auf jeden Fall, bei Boston sind soweit alle am Start. Daniel Theis ist noch Day-to-Day. Taco Fall, Langford und Edwards sind jetzt nicht so wichtig in der Rotation und sie haben auch bisher ohne Kemba Walker eine ganz geile Saison gespielt. Topscorer bei Boston ist Jason Tatum mit knapp 27 Punkten. Bei New York ist eigentlich Randall sehr positiv, ist auch Topscorer. Sie müssen auf Burks und Nitti Kleiner verzichten. Noel, Nerlens Noel und Mitchell Robinson, quasi ein Teil des Frontcourts, sind Day-to-Day und da steht noch nicht ganz fest, ob sie dabei sein werden. Ja, was gibt es von den Quoten zu sagen? Ich favorisiere hier ganz klar Boston. Da dürfte keine solche Überraschung sein. Und von daher gucken wir doch mal, was wir hier für Over, Under und vor allem Spreads haben. Die Line ist ungefähr bei 8. Das ist, jetzt müsste ich mein Gehirn nochmal in die Vergangenheit transportieren, glaube ich, dass es bei einer Plus 8 nicht bei einem Auswärtsteam letztes Jahr noch eine 3,7 gegeben hat. Deshalb finde ich 8 Punkte gerade bei so einem Nachmittagsspiel in den USA schon relativ viel. Ich sehe aber auch nicht, dass New York einen Stich machen kann oder wird, weil Boston auch viele
Möglichkeiten hat zu scoren. Trotzdem ist New York besser als der Tabellenstand. Ich glaube, Tom Thibodeau macht da einen ganz guten Job. Auch hier die Punkte, 211 over, 212 ungefähr die Line. Das merken wir uns mal bis zum Ende des Videos, wenn wir die Tipp-Zusammenfassung machen. Also, hier favorisiere ich ganz klar Boston mit einem Over. Danach um 21 Uhr kommt doch unser aller Lieblingsteam mehr oder weniger, das ehemalige Team von Dirk Nowitzki mit einem überragenden Luka Doncic, der Stats wieder wie vom anderen Stern aufwirft, aber trotzdem immer noch so ein bisschen unfit wirkt, zumindest optisch. Er ist der Top-Scorer bei den Mavs, 27,5 Punkten. Er holt die meisten Rebounds, knapp 10 Punkte. Er holt natürlich als Point oder Small oder als Point Forward oder Point Guard, was auch immer, auch die meisten Assists, auch mit um die 9. Also es ist eine ganz, ganz tolle Saison. Trotzdem die Mavs von hier Corona gebeutelt. Das sind eigentlich drei Spieler, die auf jeden Fall noch wegen den Quarantänebestimmungen ausfallen. Insgesamt fallen aus mindestens Richardson, Powell, Kleber, Hardaway und Dorian Finney-Smith. Das ist schon eine gute Starting Five, wenn du jetzt Powell gegen Point Guard ersetzen würdest oder irgendeinen anderen Spieler. Auf jeden Fall tut das weh, aber auch auf der anderen Seite bei Chicago, bei denen LaVine wieder bei guten Quoten knappe 28, 29 Punkte auflegt, der Topscorer ist. Sadoransky fällt aus, der Point Guard. Cornet, Dotson, Otto Porter Jr., ja länger, und Garrett Temple, der Veteran. Also Markkanen spielt nicht so gut wie vielleicht in den vorangegangenen Saison, dass man gehofft hat, dass er den Sprung macht, kommt nicht so richtig. Billy Donovan macht eigentlich einen guten Job als neuer Trainer der Bulls. Trotzdem schaffen sie es nicht ganz, ja, die Spiele am Ende nach Hause zu bringen. Hier bei den News sehen wir Doncic frustriert, knappe Niederlage gegen Milwaukee, aber auf der guten Seite, Porzingis ist wieder dabei seit zwei Spielen und gefällt uns eigentlich ganz gut, was der macht. Hier die 1-4er-Quote, Heimsieg sehr, sehr sexy, die Line wird demnach ungefähr bei 7 sein, kann man sich auch überlegen. Allerdings haben mir die Bulls immer relativ gut gefallen, haben jetzt bisher drei Spiele von ihnen gesehen. Und gegen die Clippers haben sie gut mitgespielt, jetzt sind immer relativ nah dran, deshalb finde ich eher schon interessant, auf Bulls plus 7 zu gehen, aber gegen Dallas wetten, das lassen wir lieber bei diesem Spiel, deshalb die Line 230 Punkte ungefähr, 227 ist zu hoch, auch weil das ja hier wieder ein Nachmittagsspiel ist und da könnte man auch eher auf ein Under gehen. Aber ich denke, wenn man jetzt nach der ersten Idee so sagt, Kombination Bulls-Sieg, Mavs-Sieg, hat man eine knappe Zweierquote, ist eigentlich, Entschuldigung, Mavs-Sieg, Boston-Sieg, hat man eine knappe Zweierquote, das taugt einfach, oder? Weiter geht's mit dem Spiel der Oklahoma City Thunder gegen die Philadelphia 76ers. Und auch bei dem Spiel schauen wir uns einmal die Quoten doch gemeinsam an. Möchte man meinen, dass Philadelphia viel größerer Favorit ist? Warum sind sie es nicht? Zeige ich euch hier. Bei Philadelphia fallen aus Seth Curry, Corona, Korkmaz, Pointer ist mal wurscht, Embiid Day-to-Day und Mike Scott wird sich wahrscheinlich auf die Bank setzen, aber definitiv nicht spielen. Doch auch bei den Thunder immerhin zwei bekannte Namen mit Ariza und Horford draußen. Die haben jetzt das letzte Spiel gewonnen gegen die Bulls. Die 76ers würde ich echt warten, wenn Embiid dabei ist, wird wahrscheinlich noch die Quote vielleicht ein bisschen runtergehen. Aber mit 25 Punkten, 11,5 Rebounds spielt er wirklich eine überragende Saison bei Gilgeous Alexander, bei den Thunder. Ruft das ab, was man von ihm erwartet. Er ist ja auch ein Spieler mit viel Potenzial. Also hier definitiv 76ers Favoritensieg, wenn Embiid am Start ist. Ansonsten würde ich tatsächlich eher die Finger lassen.
von diesem Spiel. Ich mache hier mal ein paar Fenster zu, dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Und weiter geht's mit dem letztjährigen Playoff-Duell zwischen Denver und den Utah Jazz. Also, da haben wir zwei Teams, die ziemlich ausgeglichen sind. Von dem Injury Report haben wir Ingles und Morgan und David Favors Day-to-Day draußen bei Utah. Bei Denver ist es Michael Porter Jr. wegen Corona draußen. Ich kann das nicht oft genug, glaube ich, heute noch sagen. Ist aber halt so. Und Whittington, den, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Nicht spiel- und kriegsentscheidend. Die Quoten sehr, sehr ausgeglichen. Beide eigentlich fast eine Zweier. Bei den Nuggets ja Hartenstein, immer von der Bank kommen, spielt seit ein paar Minuten, gibt viel Energie, macht auch Spaß. Und was willst du jetzt hier bei dem Spiel sagen? Also bei einer Zweierquote brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht auf den Spread gehen, macht jetzt nicht so viel Sinn. Persönlich mag ich ja die Jazz etwas mehr. Mir gefällt Mitchell sehr gut. Conley taugt mir, Bogdanovic ist wieder zurück. Das ist schon viel Firepower auf den drei flinken Positionen. Gobert hinten, ja, spricht sehr, sehr viel dafür. Denver ohne Porter bedeutet derzeit ohne eine dritte Option. Das heißt, Jokic und Jamal Murray müssen schon wirklich sehr gut spielen. Und ich glaube, die Jazz, denen schmeckt es nicht ganz so, dass sie in den Playoffs im Spiel 7 rausgefallen sind. Sehr, sehr kurioses Spiel. Wir sehen auch, das ist jetzt hier das erste Aufeinandertreffen der Saison. Und da glaube ich schon, dass Utah sich dann mal ordentlich revanchieren wird, wenn man das so als Revanche nennen kann. Dann haben wir auch nur noch zwei Spiele tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Clippers gegen Pacers stattfinden wird, aber hier schauen wir uns auf jeden Fall auch die Quoten gleich an. Zuerst aber einmal die, na, wo bleibt's? Sacramento Kings gegen die New Orleans Pelicans. Zwei Teams, die Potenzial haben, viel junge Spieler, aber auch am Ende des Tages nicht um die Playoffs mitspielen werden. Ich finde generell, dass Zion Williamson nicht overrated ist, das auf gar keinen Fall, aber nicht der Spieler ist wie ein LeBron James, wo er so in dem Hype-Level drin war, der dann das Team wirklich zu Siegen führen kann. Dafür ist sein Körper, glaube ich, nicht so prädestiniert in der NBA, sich da so easy durchzutanken. Er hat trotzdem starke Ansätze, aber dass sie momentan so weit hinten in der Tabelle sind, ist keine Verwunderung oder löst keine Verwunderung aus, ist halt so. Ich glaube, wir werden hier ein Spiel sehen mit sehr, sehr vielen Punkten. Sieger, keine Ahnung, aber da muss man auch überlegen, ob man hier auch wieder über 228 Punkte geht. Traue ich mich ehrlich gesagt nicht zu empfehlen, von daher ein Spiel, ja, Zion Williamson sogar draußen, Lonzo Ball genauso bei den Kings, Bagley, Day-to-Day, Whiteside, Ramsey, Jeffries. Also da spricht eigentlich schon viel mehr dafür, die Quote auf Sacramento mitzunehmen. Vielleicht sogar mit einem Spread ein bisschen abzusichern, wenn du jetzt hier sagst, es wird ein knappes Spiel und du machst plus 3,5 oder so, plus 3, dann ist eine 1,76 auch relativ schmackhaft. Ich habe mir aber allerdings abgewöhnt von enttäuschenden Teams, die im Tabellenkeller sind und auch nicht so viel Upside haben. Ah, da lassen wir lieber die Finger weg. Dann sind wir beim letzten Spiel, Pacers gegen Clippers. Wir haben es gehört, Oladipo nicht mehr dabei. LeVert wird erstmal auf unbestimmte Zeit ausfallen. Die Pacers trotzdem mit einem ganz guten Start in die Saison. Allerdings bei dem Spiel fehlt neben den gerade angesprochenen LeVert, Warren, TJ Warren, Jeremy Lamb und die anderen beiden Kollegen sind nicht so wichtig. Bei den Clippers könnte es sein, dass Kollege Mo Williams ausfällt. Übrigens, ihr seht auch hier, morgen sind ein paar Spiele. Warum? Morgen ist der Martin Luther King Day. Jeden dritten Montag im Januar ist der Martin Luther King Day. Da hätte er ursprünglich die Saison starten sollen. Aber als dann die Spieler gemerkt haben, okay, da müssen wir auf ganz schön viel
Gehalt verzichten, machen wir es doch lieber noch kurz vor Weihnachten. Und ja, deshalb sind wir jetzt schon bei relativ vielen Spielen. Bei den ganzen Ausfällen würde ich tatsächlich einfach hier die Clippers Heimquote 1,44 mitnehmen. Paul George spielt bisher sehr stark und Kawhi Leonard sowieso. Also da kann ich mir nicht vorstellen, wie die Pacers mithalten sollen. Aber auch hier, ihr merkt schon, ich fühle mich hier nicht wohl bei den derzeitigen Spielen in der NBA mit den ganzen Ausfällen auf diese hohen Spreads, in Anführungsstrichen hoch, auf minus 6, minus 8, minus 9, minus 10 zu gehen. Von daher auch hier einfach nur wirklich ein arschlangweiliger Favoritensieg. Von daher, wir schauen uns jetzt nochmal in der Übersicht zusammen, was unsere Tipps sind. Genau, dann jetzt natürlich wieder nicht rechtzeitig. Es wird langweilig, ein langweiliger Favoritensieg von den Boston Celtics kombiniert mit den Dallas Mavericks, eine knappe Zweierquote. Bei Boston gehen wir noch dazu auf über 211 Punkte. Wir glauben nicht, dass New York großartig verteidigen wird und die Firepower von Boston wird gut genug sein. Bei den Denver Nuggets glaube ich, dass die Utah Jazz gewinnen werden, eine Zweierquote. Kann man riskieren. Die sollten auf jeden Fall mit mehr Elan an die ganze Sache rangehen. 76ers, wenn Embiid spielt, ein bisschen Risiko natürlich mit verbunden, ist die Quote gut genug, um hier diesen Auswärtssieg bei den Thunder mitzunehmen. Und ja, wer sagt, eine 1-4er-Quote reicht einem bei den Clippers, kann sich das noch überlegen, zusätzlich zu den eine klassische Dreier-Favoriten-Kombi zu machen. Mavs, Celtics und die Clippers. Dann sind wir wieder da am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr lasst einen kleinen Daumen da. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der NBA-Saison. Trotz den ganzen Herausforderungen, trotz ohne Fans. Schauen wir mal, wie die Saison weitergeht. Ich glaube, in 3, 4, 5 Wochen wissen wir mehr. Wir sehen uns auf jeden Fall entweder morgen wieder zum nächsten Fußballvideo oder nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt NBA auf Oddspedia. Bis dann. Oddspedia. The Sport.